Was? Ich dachte, ich habe da so ein dickes Vieh gesehen. Ach so, ich habe etwas gefarmt. Hat er etwa weitergespielt? Ja, ja. Ich habe ein bisschen, ne? Ist ja gar nichts. Was hast du denn hier gefuscht? Ich habe hier so eine Plattform hingebaut. Nee, das Problem ist, das ist die Treppe. Und ich habe dann von hier unten so da so rangehalten und dachte, jetzt ist es eingeklickt, aber nix ist. Und das Problem ist, wenn wir das jetzt wieder wegmachen, ist die Treppe weg. Ja gut, das können wir ja nochmal ordentlich machen. Vielleicht hier irgendwie so ein Balkon hin oder so. Ja genau, ich wollte hier, aber eigentlich mehr auf die Seite hier, weißt du? Ja, dann müssen. Achso, und guck mal, ich habe uns einen wunderschönen Seeblick verschafft. Oh Gott, Alter. Ist das nicht geil? Ich habe gefarmt. Achso. Und die Zwille ist perfekt für Vögelchen. Was ist denn die Zwille? Na, eine Zwille. Dann kannst du nämlich Alter! Die Federn aus dem Arsch ziehen. Was denn? Warum habe ich einen Schaden bekommen? Weil ich verhungere oder was? Oh Gott. Alter, jetzt hör doch mal auf zu zappeln. Oh, ich habe ein Auto letztens versenkt. Letztens, vor allem. Heute irgendwann. Ui. Ja, komm mal bei die Mutti. Was? Ich soll mit dem Fleisch nicht hier den Ständer verprügeln, sondern er soll essen. Na, wo ist er denn? Na? Max, eine ins Gesicht? Und noch eine ins Gesicht? Ich bin tot, Hilfe. Na, komm mal her! Nochmal. Oh fuck! Oh fuck, Jonas! Gucke mal! Ich bin tot. Ich war im Inventar. Ey, scheiße, ich komme nicht mehr aus dem Inventar. Oh, doch jetzt. Ich habe so viele Bugs, ne? Also, ich finde ja, für das Alter ist das Spiel noch recht hart verbuggt. Und genauso, man kann diese Wagen nicht benutzen, um Leichen da drauf zu stapeln. Und ich würde ja sagen, jetzt wo du wieder da bist, können wir ein bisschen Story machen. Und dann weiterfahren, oder? Ach, Jonas, nein! Ich bin... Mann! Nicht das machen, ich hab... Ich lade immer mein Leben auf. Warum ist denn der Steg hier so hochgebaut, sag mal? Ja, weil es nicht anders ging. Und der macht hier immer so eine hässliche Ecke ran. Den Steg, den kannst du nicht so flach bauen. Wie ich erhofft hatte. Und ich hab da ein Auto versenkt. Einfach zwei Beinchen zum Knabbern mitnehmen. Das ist so ein Fußfetisch, ne? Mhm. Oh, guck mal, fünf Stück. Nee, vier. Ich kann nicht zählen, ich bin behindert. Kommen Sie her. Was? Achso, ja, meine Pfeile sind vergiftet. Oh, meine Pfeile sind leer. Nein. Ah, fuck. Warum? Sie ist gerade runtergesprungen. Hinter dir! Ich will den Kopf. Hier willst du den Kopf. Kann ich ihn mehr tragen. Ey, guck mal, das Bein steht! Nicht umschubsen! Oh! Du hast das Bein umgeschubst. Warte, ich kann es wieder hinstellen. Ich stelle hier zwei Beine hin. Guck mal. Warte. Noch ein Stück. Wollen wir sie wieder zusammenbauen? Ja, so ist perfekt. Ui, was denn bitte? Waren wir hier schon in der Höhle? Ja, das war die Schlimme, wo wir gesagt haben, da wissen wir, dass wir da nicht gehen hin. Nee. Ah, hier kann man speichern und schlafen. Und f***en. Wenn du irgendwo Tabletten am Boden findest, schmeißt du dir ein und dann geht's dir sofort besser, das ist so. Egal was,
auch wenn es Antidepressiva sind oder so. Na, dann. Ja, dann geht's dir auf jeden Fall besser danach. Ja, das stimmt. Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Oh, eine Möse. Jonas, eine Möse. Was ist der tot? Alter, die hat einen Mösenkopf dabei. Oh, die ist schon tot. Was? Was war das denn? Hä? Was hast du da gerade aus der Schildkröte rausgeholt? Ein Panzer. Ein Schildkrötenkopf. Hier, magst haben. Nein. Ah! Spring runter. Hui, soll sich da hinstellen, Mann. Was wolltest du auf mich drauf springen? Ja. Guck mal, da geht noch einer spazieren. Moin Diggi, was geht ab? Du hast da Pfeile zu stecken. Komm mal her, ich zieh sie dir raus. Oh, jetzt ist er in den Stein reingerannt. Komm her, ich mach dir die Pfeile raus. Ich will auch. Danke. Ich bin tot. Bei mir kommt die ganze Zeit ein Schlagsound, als wenn ich ihn verprügel. Alter, kommst du gerade oder was? Hast du das auch gehört? Ja. Ja. Ich hab mir gerade richtig ein runter. Hallo, machen Sie das aus. Ich hab gerade. Drück mal Q und L abwechselnd. Ich alles Mögliche durcheinander. Kommen Sie bitte her, ich will Ihnen nichts. Ey, hinter dir, hinter dir! Jonas, hinter dir! Da hat der richtig gerade eine gescheuert. Wie er da manchmal das Punktgerät einfach anzündet, ne? Nicht, du machst den Bewohnern Angst. Stört außerdem die Nachtruhe. Hallo Jonas. Einen. Ausrüsten. Zeige ich meine Schneelatschen an. Na gucke mal, da wird mir ja nicht kalt. Nur ein bisschen. Hier im Schnee wachsen Pilze. Wusstest du das? Hinter dir. Ey! Kommt einer von hinten. Oh, ich bin fast tot. Boah! Hier wieder! Ach du Scheiße, lauf! Ey! Mit der Kettensägen-Sound. Alter, da unten stehen die nächsten. Oh! Ey, der hat eine Lampe dabei! Hinter dir ist einer. Ey, mir rennt einer hinterher! Oh, und der schlägt mich. Oh, zwei jetzt schon bei mir. Alter, ich glaube, wir sollten uns hier erstmal verpissen, Junge. Ich glaube, das ist überall nachts jetzt so. Ja. Wir sollten eventuell die nächstgelegene Höhle suchen. Oh Mann, wo bist du? Jetzt gehen sie beide auf mich. Mal, was da Feines auf dem Ofen liegt. Ein Beinchen. Nur ein. Und ich kleiste uns hier eine wunderschöne Bank hin. Warum habe ich eigentlich kein Geld mehr? Ja. Im Spiel? Na, ja, warum das denn echt so ist, weiß ich ja. Mh, lecker Bein. Oh. Ich glaube, das Bein war nicht gut für mich. Hier, ich bringe eins mit. Auch Schaden, wenn nur das Bein noch im Grill ist? Jo. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ich muss mich erstmal hinsetzen. Achso. Alter, guck dir das an! Oh. Mann, die Beine, die können wir nicht essen davon. Siehst du, was denn passiert? Hier kommt einer mit Taschenlampe. Ich bin tot. Es ist doch eine Taschenlampe. Ich frag mich, gibt's ein Limit, was auf dem Grill ist? Ist jetzt alles. Reviven Sie mich. Ich hab gegessen. Oh, da liegt ein Knochen. Echt jetzt? Was ist jetzt passiert? Du hast mir einen Stein auf den Kopf geworfen. Wahrscheinlich. Ich habe nur den Stein gesehen und dann war ich tot. Der Möwenkopf macht wahrscheinlich mehr Schaden als alles, was es hier sonst so gibt. Wieso? Na, guck mal, wie er damit zuhaut.
Den nimmt er so, so in die Faust und das ist dann quasi so das Pieken. Noch zusätzlich. Alter, guck mal, was bei dir an Gegnern rumrennt. Ach, das bist du gar nicht. Ganz ruhig. Du hast einen brennenden Kopf im Nacken, ne? Aber weißt du was? Ich hab, Meister. Kettensäge. Ich hab ne Kettensäge! Oh, Junge. Habe ich ihn getroffen? Ja, dann wird halt die Schildkröte zersägt. Ganz ui. Einfach. Das ging schnell. Kriegen wir jetzt beide im Panzer? Nee, schade. Aber den Schildkröten. Nein, jetzt hat er. Alter! Mach doch noch, pack den nochmal aus, guck den mal nochmal an. Ja, warte. Alter, hau mich doch nicht, du Affe! Ach, und guck mal, jetzt hat er keinen Kopf mehr, ne? Guckst du? Wenn ich ihn jetzt auf die Schulter nehme, hat er wieder einen. Ja, mach du mal ihn hier, dann mach ich ihn hier. Ich bin tot. Er hat Angst. Die ist ängstlich. Ui, da ist ein Bein. Magst du ein Bein? Jetzt willst du jetzt den Vogel ausnehmen? Ja, mit einer Schuhkröte. Ja, hier gibt's nichts mehr zu holen, du. Dann lass weiter um den See rumlaufen, oder was? Welchen See denn? Na, den hier neben uns. Da willst du nur dahin, da hinten überall. Das ist ein Krokodil. Moin. So, lass zurückgehen. Hast du die Schuschkröte dabei? Ja, zwei Stück. Nee, ich meine den Kopf. Nö. Ich hätte gerne Schuschkrötenkopf. Wo hast du den hingelegt? Das wüsste ich auch gern. Schade. Der hat irgendwann weggelegt. Weil der sieht echt behindert aus. Nehme ich Le Crocodile mit. Ich bin angelaufen kommen.